Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Elder Scrolls Necrom. So, wir sollen jetzt, wir haben jetzt gerade Vermina besiegt, wir haben Torvesaat, die Fäulniskrone besiegt. Und jetzt sollen wir abchecken, ob auch die dritte Glyphik sicher ist. Und das machen wir doch mal. Unser Handel ist erfüllt, Sterbliche. Ich half euch, Apokrypha zu retten, und ihr helft mir, dieses Gewölbe zu betreten. Und jetzt werden wir Torvesaat besiegen müssen. Ich werde diese Glyphik öffnen und den zweiten Teil der verlorenen Erinnerung bergen. Es war so klar, dass der uns Torvesaat wieder verarscht. Er hat uns beiden etwas vorgemacht, Erwählte. Verlasst Mythos und sprecht mit mir. Ja, als ob das nicht absehbar war, dass der auch noch hier wieder... Also bitte. Wir müssen besprechen, was geschehen ist. Ja, dann sprechen wir mal. Der Jid des Seuchenscherge ist besiegt. Vermina ist verbannt. Das habt ihr gut gemacht, Sterbliche. Das Schicksal traf eine kluge Wahl, als es euch als meine Unterstützung auserkor. Aber Torvesaat hat die zweite Glyphik erlangt. Er ist mit ihr entkommen. Was geschehen ist, sollte geschehen. All die möglichen Zukünfte verdichten sich zu einem einzigen Zeitpunkt, um einen Augenblick im Schicksal absolut zu machen. Das war unvermeidlich. Torvesaat hat die Fähigkeit, nicht bemerkt zu werden. Nicht einmal von meinem allsehenden Blick. Was für ein Dremora ist Torvesaat? Auch wenn ich eigentlich alles weiß, kann ich da nur mutmaßen. Merkwürdigerweise empfinde ich das als erfrischend. Es hat etwas mit der vergessenen Erinnerung zu tun. Doch sofern ich nicht in die Glyphiker sehe, fehlen die Einzelheiten. Sogar mir. Und was jetzt, Hermeus Mora? Jetzt muss ich meine Ebene wiederherstellen. Die verborgene Sippe treibt sich noch herum, doch ohne Anführer sind ihre Mitglieder nur noch Ungeziefer. Ihr jedoch seid nach wie vor die Schicksalserwählte. Kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr Torvesaat aufsuchen und euch um ihn kümmern. Nun gut, ich kehre zur Schiffrenhalde zurück. Verzweifelt nicht, Erwählte. Durch eure Bemühungen wurde Vermina und Perjite die verlorene Erinnerung verwehrt und so die Wirklichkeit bewahrt. Dass Torvesaat einen Teil des Geheimnisses gesehen hat, ist bedauerlich, doch keine Katastrophe. Nun kehrt in Leramils Studierzimmer in der Schiffrenhalde zurück. Ich dachte, ihr hättet mich ausgewählt, um das zu verhindern. Das Schicksal hat euch ausgewählt, um Apokrypha zu retten und die Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt all dies und mehr erreicht. Das Schicksal folgt genau jenem Pfad, den ich vorhergesagt habe. Doch wir sind noch nicht fertig. Ihr habt noch mehr zu tun, bevor unser Vertrag erfüllt ist. Aber wenn Torvesaat und ich einen Teil des Geheimnisses gesehen haben, warum löst sich die Wirklichkeit da nicht auf? Habt ihr mich angelogen? Der Fürst des Schicksals lügt nicht. Zwei Wesen erinnern sich nur an einen kleinen Teil eines großen Ganzen. Es bleibt immer noch Zeit und Gelegenheit, dies richtig zu stellen, bevor die Erinnerung sich ausbreitet. Sind nicht schon zwei Wesen mit solchem Wissen gefährlich? Gefahr gibt es in jeder Ecke des Schicksals, Erwählte. Das ist das Wesen der Existenz.
Doch die Gesamtheit dessen, was in der fernen Vergangenheit verborgen wurde, bleibt weggeschlossen. Die Fäden, die alles verbindet, sind zerfasert. Doch sie sind nicht zerrissen. Die Wirklichkeit kann noch gerettet werden. Lebt wohl. Kehrt zur Schiffrinhalde zurück. Wir sprechen später. Alles klar. Gut, dann reiten wir einmal dahin. Wenn wir jetzt auch mal gucken, wir haben jetzt immer noch zwei Quests. Also das zieht sich wirklich ganz schön hier. Also, Heidewitzka. Ja, die lassen wir gerade mal links liegen. So, und dann geht's zur Schiffrinhalde. Und abermals zu Lehrer Miel, wahrscheinlich in ihr Studierzimmer. Zum weiß ich wievielten Mal. Haben wir eigentlich irgendwas Cooles bekommen? Schwer. Ein Baumwollhut. Ich meine, der macht eigentlich einige Sachen besser. Aber der hat sonst keine Fähigkeiten. Ich weiß nicht, da warten wir erstmal. Ein Lederriemen, Schoner. Auch wieder mittlere Rüstung. Nee, ich fürchte, da ist leider nichts dabei. Dann machen wir weiter mit Lehrer Miels Studierzimmer. Zum wievielten Mal auch immer. Entsandte, ich bin froh, euch unverletzt zu sehen. Danke, ebenso. Ich freue mich darauf, von eurer Begegnung mit Vermina zu hören. Oh, lasst mich! Wir haben sie besiegt! Ich durfte euren Sieg über die Traumweberin nicht erleben? Wie ungerecht! Dann haben wir es geschafft? Ah, ihr macht dieses Gesicht. Welche schrecklichen Neuigkeiten werdet ihr Lehrer Miel mitteilen? Ja, jetzt lasst mich vielleicht mal reden, dann können wir das auch aufklären. Wenn ihr die ganze Zeit redet, kann ich auch nichts erzählen. Was ist geschehen, nachdem ihr das Portal betreten hattet, Entsandte? Scoot erzählte mir, der Wissende sei wieder mit seiner Ebene verbunden. Doch abgesehen davon tappen wir im Dunkeln. Ich habe das Schwarzbuch verwendet, um Hermios Mora dabei zu helfen, Vermina aus Apokrypha zu verbannen. Natürlich. Er brauchte euch, um ihn zu Vermina zu führen. Ihn dorthin zu geleiten, wo sie sich versteckt. Denn im Körper von Meisterin Shireni ist sie für ihn verborgen. Und was ist mit der zweiten Glyphik? Ist die geheime Erinnerung sicher? Nein, Torvesaat erreichte die Glyphik vor mir, er nahm sie an sich und entkam. Ein Pech, aber keine unrettbar verlorene Lage. Mhm. Da Hermeos Mora nun wieder bei Kräften ist, kann er Torvesaat aufspüren und sich ein für alle Mal um ihn kümmern. Es sei denn... Kann Torvesaat noch immer irgendwie dem Wissenden entgehen? Sogar ohne Fäulniskrones Verderbnis? Ja, doch Hermeus Mora meinte, dass alles, was geschehen sollte, auch so geschehen ist, wie er es vorhergesagt hatte. Torvesaats Wesen. Er ist anders als jeder andere Dremora, dem ich je begegnet bin. Er half uns, um sich selbst zu helfen. Doch ich glaube ihm, wenn er sagt, dass er niemandem schaden wollte. Er erkennt bloß nicht, welche Gefahr diese Erinnerung darstellt. Das heißt wohl, wir müssen ihn finden. Ja, wir haben Zeit. Torvesaat wird eine Weile brauchen, um auf die Glyphik zugreifen zu können. Dann nehmen wir uns doch einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken, was wir alles schon geschafft haben. Was ihr alles schon geschafft habt, Entsandte. Ihr habt Fäulniskrone besiegt, Vermina vertrieben und Apokrypha gerettet. Und damit auch Nirn. Nehmt dies. Der Wissende besteht darauf, dass ihr diese Belohnung annehmt. Ja, schön und gut. Es ist aber abermals was, womit wir nichts anfangen können. Ich wünschte mir da, die Questbelohnungen wären auch so ein bisschen,
bisschen individueller, aber gut. Quest abschließen. Während wir über geeignete Wege nachdenken, um Torvesat aufzuspüren, gilt es, zwei andere Aufgaben zu erledigen, Entsandte. Bei einer geht es darum, die Aufzeichnungen von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der anderen darum, nach Nekrom zurückzukehren und die ursprüngliche Schicksalsanomalie richtigzustellen. Die Aufzeichnung von Apokrypha? Scroot kann euch mehr Informationen darüber geben, da sie ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sind. Nach der Instandsetzung eines Schicksalsfadens muss sie die endgültigen Einzelheiten in der Chronik von Apokrypha verzeichnen. Es ist eine große Ehre, seinen Namen dort eingeschrieben zu sehen. Und was war das von wegen Nekrom? Nekrom. Einer der ersten Schicksalsfäden, die wir untersuchten, um die Identität der Feinde von Apokrypha aufzudecken. Und es ist der einzige, den wir nicht entwirren konnten. Wir müssen Gardein begleiten, damit er das Fulcrum Obscura zurückbringen kann. Aber sprecht erst mit Scroot. Nun gut, ich werde mit Scroot sprechen. Scroot kann euch alles über das eigentliche Einschreiben ihrer Aufzeichnungen in die Chronik von Apokrypha erzählen. Ihr solltet mit ihr sprechen. In der Zwischenzeit treffe ich Vorkehrungen, um mit Vikar Gardein nach Nekrom zurückzukehren. Ihr und der Vikar seid euch recht nahe gekommen, nicht wahr? Ebenso wie wir beide, Entsandte. Das ist nur natürlich, wenn Verbündete Seite an Seite unvorstellbaren Gefahren die Stirn bieten. Natürlich. Abgesehen davon wäre es mir lieber, wenn wir das nicht mehr erwähnen würden. Aber natürlich nicht. Leb wohl. Ja, wir sind wieder ein Level up. Claimen wir doch mal ganz schnell. Oh, eine Schatzkarte. Oder mehrere Schatzkarten. Oder wir können eine auswählen. Boah, ich nehme mal Auridon. Ist schön da. Juhu! Wir gehen weiter auf Magica. So, und dann schauen wir mal, ob wir wieder was freigeschaltet haben. Hier scheinbar noch nicht. Ja, auch nicht. Hier nicht. Nö. Nö. Wir könnten die für mittlere Rüstung auch mal, aber nee. Hier haben wir nix. Da haben wir nix. Dann das Volk haben wir auch nix. Ach, können schon wieder nix aufrüsten, nix leveln. Dann gehen wir doch einfach direkt wieder zu Scroot. Ich meine, das, was wir hier bekommen haben, können wir eh nichts mit anfangen, ne? So, warte mal, was hat er denn generell? Einfach mal. Lebensgeneration. Okay, das ist eher was für Tanks. Meine Rolle bestand seit jeher darin, die Dinge zu beobachten und die Schicksalsfäden instand zu setzen. Aber es ging nie darum, sie übermäßig zu beeinflussen, ganz gleich, wie verlockend es auch sein mochte. Während ich wartete, war es also nur eine nervöse Angewohnheit, wahllos die Schicksalsfäden in der Nähe zu überprüfen. Ja, ich dachte, wir sollten über die Chronik von Apokrypha sprechen, Scroot. Die Chronik kann warten. Das ist wichtiger. Warum hätte ich es sonst überhaupt erwähnen sollen, Sterbliche? Es ist okay. Fast so, als würde mir nie jemand zuhören. Jedenfalls ist mir ein Anomaliefaden nicht weit von hier aufgefallen. Am prismatischen Irisstrand. Ein Anomaliefaden? Am prismatischen Irisstrand? Eine Schicksalsanomalie. Die heilige Aufgabe, die mir übertragen wurde. Meine Aufgabe ist es, derlei Dinge zu entdecken und zu berichtigen. Es ist wirklich wichtig, doch euch interessiert es nicht. Ich glaube, es ist die gestohlene Glyphik. Sie aus Mythos zu entfernen, hat die Unregelmäßigkeit ausgelöst. Zum Glück habe ich sie entdeckt. Falls es die Glyphik ist, haben wir eine Gelegenheit, Torvesat zu finden und sie zu bergen. Nicht wir, Sterbliche. Nur ihr. Und melden, schätze ich. Nur die Schicksalserwählte kann das klären. Und das seid ihr. Der prismatische Irisstrand ist nördlich von hier. Trefft uns in der Halle der Schiffrin,
sobald ihr euch um Torvesat gekümmert habt. Danach bringen wir die Chronik auf den neuesten Stand. Ist Fäulnis Krones Verderbnis verflogen? Apokrypha ist recht widerstandsfähig. Und da das brennende Gefühl in meinen Tentakeln und der Schmerz in meinen Augäpfeln nahezu ganz verschwunden ist, würde ich eure Frage bejahen. Außerdem höre ich das melodische Summen des großen Auges überall um mich herum widerhallen. Das ist ein gutes Zeichen. Na gut, was erwartet mich am prismatischen Irisstrand? Oh, das Übliche. Verschiedene Bewohner von Apokrypha, versprengte Mitglieder der verborgenen Sippe oder Traumschnitzer, die sich herumtreiben. Aber ihr könntet Melens Geistersicht brauchen, um der Fährte der Glyphik zu folgen. Mir war sie kaum aufgefallen. Sie muss sich also noch in Torvesats Besitz befinden. Alles klar, leb wohl. Darf ich euch etwas bringen, Leramil? Nein, danke, Gardein. Ich habe mich von meinen Anstrengungen fast erholt. Die beiden. Cute. So, reist zum prismatischen Irisstrand. Wo ist denn dieser prismatische Irisstrand? Da ist der prismatische Irisstrand. Gut, dann nehmen wir wohl keinen Wegschrein dahin. Dann gehen wir mal direkt dahin. Ich meine, was sollen wir auch anderes machen? Eine Rolle dabei zu spielen, die Konstanz von Apokrypha wiederherzustellen, das ist mehr, als dieser Gelehrte sich je hätte erhoffen können. Makellos, wie immer. Makellos. Makellos. Ja, auf geht's. Skulls Talent für das Entdecken von Schicksalsanomalien ist eindrucksvoll. Doch das muss nicht tauchen. Diesen Pfad dort links hoch. Ich glaube, dort ist die Anomalie. Das wusste ich doch schon. Ja. Ganz gleich, was uns begegnet. Denk immer daran, dass Gerbart wörtlich einen Telvanni-Magister in der Tasche hat. Okay. Ja, da oben. Etwas stimmt nicht. Setzt meine Geistersicht ein, um euch umzusehen. Hä? Diese Brücke war eben noch nicht hier. Okay. Lasst sie uns überqueren. Ja, dann gehen wir mal weiter, ne? Seht! Zeigt es mir. Zu weit, Mora. Es spielt keine Rolle, was ihr vorherseht. Wirklichkeit, ihr müsst vergessen. Ein weiterer Teil meiner Erinnerung ist wieder hergestellt. Unterhalten wir uns, Sterbliche. Ja. Der Fürst des Schicksals selbst hält sich für so vollkommen. Doch trotz all seiner Macht konnte er die Erinnerung, die er so dringend verbergen wollte, nicht ausmerzen. Nicht aus meinen Träumen, nicht aus seinem eigenen Geist. Und nun erinnere ich mich an das meiste. Nur ein Geheimnis muss noch aufgedeckt werden. Stehe nicht, Torvesat. Warum solltet ihr auch? Ihr seid nur eine Sterbliche. Doch ich durchstreife das Reich des Vergessens seit Äonen. Ein Ausgestoßener ohne Clan. Das tut mir leid. Ich wäre so entstanden. Ein vergessenes Bruchstück der Schöpfung. Bis der Traum mich heimzusuchen begann. Das Fragment einer uralten Erinnerung. Der Traum, der all dies in Gang gesetzt hat? Nein, der Traum, der all dies beendet. Der endlich wiederherstellen wird, was verloren war. Hermeus Mora mit seiner Gier und seiner Selbstsucht ist für all dies verantwortlich. Er hat uns alle vergessen lassen. Er hat mich vergessen lassen. Sagt es mir, welches Geheimnis ist derart gefährlich, dass es ausgelöscht werden musste? Was hat Mora euch vergessen lassen?
dass es noch eine dädrische Fürstin gab. Meine Fürstin. Eine Fürstin, die mich gerettet und gerade so viel von meiner Erinnerung bewahrt hat, dass ich sie eines Tages retten kann. Eine Fürstin, deren neidische und feige Geschwister sie herabwürdigten und aus den Annalen der Geschichte strichen. Okay, noch eine dädrische Fürstin. Gibt es sie noch? Keine Fürstin des Reichs des Vergessens kann wirklich vernichtet werden. Die letzte Glyphik birgt dieses Geheimnis. Wie man sie finden und ihr ihren rechtmäßigen Platz zurückgeben kann. Und dann wird Mora sich für seine Verbrechen rechtfertigen müssen. Seht selbst, ich lasse die Glyphik zurück, damit ihr sie betrachten könnt. Okay. Dann schauen wir mal, um was es hier alle so geht, ne? Es spielt keine Rolle, was ihr vorherseht. Ihr könnt so etwas keinem anderen Fürsten antun oder sonst irgendjemandem. Ihr saht den Schaden, den Fürstin Itelia dem Gewebe des Schicksals bereits zugefügt hat. Wird sie nicht gestoppt, löst sich die Wirklichkeit auf. Wir alle müssen einwilligen, Mora. Und das tue ich nicht. Erinnerungen sind heilig. Ebenso wie die Domänen der Fürsten. Ihr könnt etwas bestrafen, was er vielleicht tun könnte. Das muss ich. Die Gefahr ist zu groß. Es tut mir wahrlich leid, doch es gibt keine Alternative. Zum Schutz der Wirklichkeit müsst ihr alle vergessen. Oha. Was vergessen war, wurde erinnert. Wir müssen sprechen. Ja. Ich meine... Erzähl. Zu spät. Die Tür, die vor langer Zeit versiegelt wurde, hat sich nur einen Spalt geöffnet. Doch der Schaden ist angerichtet. Das, was vergessen war, kehrt nun in die Erinnerung zurück. Ist das alles wahr? Gibt es eine weitere dädrische Fürstin? Die von den beiden Glyphika freigesetzten Erinnerungen sind richtig und wahr. Itelia, die Fürstin der Pfade, die Herrin der unbereisten Straße, die Ungesehene. Ihre Fähigkeit, das Schicksal zu verändern, es nach ihrem Willen zu formen, stellte eine Bedrohung für die gesamte Wirklichkeit dar. Sie ist es noch immer. Ich verstehe nicht. Welch Sterbliche könnte das? Die Schicksalsveränderin ist eine Vermittlerin des Chaos, die die Fäden des Schicksals entwirren und nach Belieben neu anordnen kann. Ihre bloße Existenz gefährdet alles. Ich sah keinen anderen Weg, die Wirklichkeit zu bewahren, als das zu tun, was ich tat. Also, nur um das klarzustellen, ihr habt allen die Erinnerung an Fürstin Itelia genommen. Ich rief die anderen Fürsten und erklärte ihnen die Gefahr, die ich vorausgesehen habe. Die meisten stimmten zu, mir zu helfen. Einige lehnten ab. Am Ende spielte es keine Rolle. Ich tilgte Itelia aus der Geschichte. Aber meine eigenen Erinnerungen konnte ich nicht auslöschen. Ich versiegelte sie in den drei urtümlichen Glyphika. Und was ist mit Torvesaat? Torvesaat. Etwas, das ich nicht vorhergesehen habe. Ein Beauftragter von Itelia... Seit Äonen verborgen. Ihr Ausweichplan. Ihre Rache. Wenigstens ist die letzte Glyphik sicher. Bis sie gefunden und geöffnet wird, bleibt die Wirklichkeit sicher. Kehrt zurück in die Schiffrenhalde. Ja, was passiert hier gerade? Eine
Vergessene Fürstin! Eine ganze dädrische Fürstin! Der akademischen Gemeinde bisher unbekannt! Und wegen unserer derzeitigen Umstände kann ich nichts davon zu Papier bringen? Meine Einmischung in das eigene Schicksal hat mich wahrlich verflucht. Nun. Wir reiten zurück. Sich das mit Torfesat auch geklärt, also war der gar nicht so schlimm wie anfangs vermutet. Er hatte ein berechtigtes Anliegen, sagen wir es mal so. Und dafür aber das alles hier in Gang zu setzen, das weiß ich jetzt nicht, ob das in Verhältnismäßigkeit steht. Aber gut, ich denke, Fäulniskrone und die anderen hätten auch ohne Torfesat vielleicht so agiert. Wo sollen wir hin? Ach, da geht's rein. Okay. Nun gut, auch wenn wir jetzt hier... Ah, wir sind noch nicht ganz am Ende. Wir sind mit der Quest noch nicht ganz durch. Aber auch wenn das jetzt hier langsam aber sicher dem Ende entgegengeht, würde ich jetzt trotzdem nochmal die Folge beenden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich schätze, dann sind wir so langsam mit Necrom durch. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt zum Abschluss noch passiert. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis bald.